Hello, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Hansa Rostock Karriere, Folge Nummer 17. Wir sind am ersten Spieltag der zweiten Liga angelangt. Simon Rein hat uns noch was zu sagen. Er würde gerne nicht auf der Bank sitzen. Kann er haben. Ich denke drüber nach. Und auch Riedel denkt, dass er den Platz von Sonnenberg besser ausfüllen könnte. Ich denke auch drüber nach. So, dann gehen wir rein in die Aufstellung. Ja, dann legen wir mal los. Ich würde sagen, wir gehen mit der besten Aufstellung rein, weil Düsseldorf ist kein leichter Gegner. Das steht schon mal fest. Neidhardt kommt hier für Schärf mit rein. Dann unsere zwei Wunschkandidaten sind schon drin. Zu guter Letzt würde ich, glaube ich, noch Valakari mitnehmen für Peters. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir so rein ins Spiel gegen Düsseldorf. Jo, passt. So, nochmal Pressekonferenz vorm Spiel. Kann das Team einen Kellerplatz vermeiden? Das Team wird sich unten raushalten. Warum halten sie an Sonnenberg als Starspieler fest, obwohl in den letzten Spielen kein Aufwärtstrend zu erkennen ist? Ja, ich würde sagen, der steckt halt. Okay, Abbott. Ich habe mich verklickt, verdammte Axt. Naja, passiert. Wir bauen ein Siegerteam auf. Immer diese dämlichen Fragen nur. Entspannt euch doch mal. Entspannt euch. So, Spiel Nummer 1. Let's go gegen Fortuna Düsseldorf. Lasst uns gut in die Saison starten. Aber Düsseldorf ist halt auch einer der Kandidaten, die da mit um den Aufstieg spielen. Deswegen mal gucken, was das hier wird. Schreibt an der Stelle auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr noch Ideen, jawohl, da steht's 1-0, Karl Hahn, ob ihr noch Ideen für Transfers habt, wo wir uns noch verstärken könnten, müssten. Und was euch, ob jemandem was einfällt. Ah, schade. Direkter Ausgleich hier. Aber anscheinend können wir bisher ganz gut mithalten. Also wir kommen nicht ganz. Ah doch. Wir kommen nicht ganz nach vorne, wollte ich gerade sagen. Ah, dürfte aber ein spannendes Spiel werden. Ja, also. Erstes Spiel in der zweiten Liga direkt gegen Düsseldorf und ich finde, wir schlagen uns nicht schlecht. Zeigt mal irgendwo. Und vor der Pause gibt es dann nochmal den Rückstand. Doppelpack von Karaman. Ich gehe mal rein in die Wechselbahn. Kommt, euch haben wir Kanda nicht mitgenommen, perfekt. Valakari kommt für Simon Rein, Esmil kommt für Lidgar und auch unseren Scheibe lasse ich jetzt mal direkt ran. Dass der, oh schade, dass der auch nochmal gesehen wird, der Gute. Der soll ja auch verliehen werden. Jungs, irgendwie ein Ausgleich, habt ihr Bock? Ich hab Bock. Wäre nett. Oh Gott, oh Gott. Die spielen sich gerade hier richtig gut frei. Ist nochmal gut gegangen. Ich würde auch gern wechseln, Männer. Das ist so das einzigste Problem an diesem Modus. Der Ball geht gefühlt nie raus. Deswegen. Ah! Oh Gott, den muss er machen. Den muss Engelhardt eigentlich machen. Wäre es der Ausgleich gewesen. Herz durften unsere Spieler. Oh, wir kriegen noch das dritte, ja moin. Ah, schade. 3-1 zum Saisonauftakt. So, wir haben Abschlussberichte, Leihangebot für Scheibe. Perfekt, ich habe ihn eingewechselt, es kommt direkt ein Leihangebot. Stabil. So, Omladic, den würde ich. Da würde ich nicht zögern, den abzugeben.
Ich gehe mal direkt rein in die Verhandlungen. Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr für ihn verlangen. So, grüß euch. Gehen wir mal ein bisschen hoch. Auf 1,3 würde ich mal sagen. 1,3. Sieht's aus. 1,1. Ja, okay. Dann halt 1,1. Kann man durchaus damit leben. Kann man mit leben. So, rein freut sich, dass er spielen durfte. Mach bitte weiter so. Und Riedel hätte sich einen Sieg gewünscht. Stefan's toll. Ja, du bist ein Vorbild, mein Freund. So, ich habe mir gedacht, ich hole mir noch einen Scout ran. Und der Typ für 2,8 Millionen mit Einschätzung 4 Sterne und Erfahrung 5 Sterne ist doch auf jeden Fall ein guter Kandidat für uns. Ich hatte die ganze Zeit mich gefragt, warum ich denn keine freien Spieler scouten kann. Und das müsste ja jetzt eigentlich wieder funktionieren. Aber da fällt mir jetzt keiner auf, den ich haben will. Gucken wir mal hier rein. Ja. Ganz viele junge Leute. Irgendeiner für den Flügel. Seali. Ja, jetzt kann ich sie. Ja, jetzt kann ich die auch endlich beobachten. Das ist wunderbar. So, ist hier sonst noch irgendwas Interessantes dabei? Bellingham, genau. Ein Verteidiger, ich glaube, nee. Nee, das brauche ich alles eigentlich nicht, glaube ich. Der Lars Lukas Meyer. Haben wir noch einen RM, den kann man sich durchaus mal mit angucken. Portugiese. Vielversprechend habe ich gehört. Matthias Jürgensen kann man sich auch mal mit anschauen. Ansonsten. Abuja ist halt schon ein Ticken zu alt für mein Empfinden. Also bin eher so bei 20, 21-Jährigen. Romano Schmid, vielleicht guckt man sich den nochmal an. Osterhage mache ich raus. Und sonst ist hier nichts mehr dabei, glaube ich. Naja, eigentlich nicht. So, wir haben ein Transferangebot für Pulido. 1,50 Millionen nehmen wir direkt mal an. Den Kollegen brauchen wir einfach nicht mehr. Und Ambrosius wollte sich bedanken wegen seinem Gespräch. Dann würde ich sagen, ich freue mich, dass wir drüber gesprochen haben. Wunderbar. So, nächstes Spiel steht dann schon an gegen den FC St. Pauli. So, ich danke für Ihre Geduld und darf dann um Ihre Dürfte Frage eine bitten. kleine Rivalität bestehen. Wir haben alles getan, um in dieses Spiel in Bestform zu gehen. Kaum aktiv auf dem Transfermarkt. Wir bauen ein Siegerteam auf. Jungs, langsam machen. Langsam machen. Und ihr Team tut sich momentan schwer. Ja, mir fehlen die Worte. Wir tun alles dafür, besser zu werden. So, mal noch rein in die Aufstellung. Ich bringe Markanda jetzt direkt rein. Ich nehme Peters mit für. Ja, ist eigentlich egal für wen. Bekommt Schärf eine Pause. Sonnenberg lasse ich jetzt mal von Anfang an spielen. Esmel auch direkt mal ran. Littka ein bisschen. Ich will jetzt in dieser Saison ein bisschen mehr Rotation reinbringen. Auch mal andere Spieler spielen lassen. Omladisch ist sowieso auf dem Absprung. Schulz nehme ich auch mal mit. Und dann gehen wir so rein ins Spiel gegen den FC St. Pauli. Männer, auf den ersten Saisonsieg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das schaffen könnt. Pauli ist jetzt nicht die Krachermannschaft, natürlich auch ein Traditionsverein, aber das sollte ein Sieg doch drin sein. Auch als Aufsteiger. Auch mal ein bisschen was Zeichen setzen. Schade, da hätte Herzog direkt mal 1-0 machen können. Tut er leider nicht. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Schöne Passstaffetten hier. Aber leider wieder
kein Torerfolg. So passiert wenig. Aber jetzt Makanda. Ganz stark. Makanda rein. Makanda erzielt direkt das 1-0. Ganz stark. Der ist so ein bisschen unser kleiner Held. Auch aus der dritten Liga. Mit seinen zwei Toren, die zum Sieg geführt haben. Der bekommt auf jeden Fall in der Saison auch richtig sein Vertrauen. 1-0 zur Pause. So, ich gehe dann direkt rein. Scheibe lasse ich wieder spielen. Peters darf auch mal ran und unser Torben rein. Bekommt auch ein bisschen Spielzeit. Hoffentlich nicht zu früh gepokert mit den ganz jungen Spielern hier jetzt. So, noch haben wir nicht gewechselt. Ich würde gern wechseln. Klatter macht ein gutes Spiel. So, jawohl, Makanda Doppelpack, perfekt. Letzte Aktion, da war noch ein zweites Tor, ganz stark. Ganz, ganz stark. Seht ihr noch was? Machen wir noch ein drittes? Okay, was machen die jetzt? Hä? Jungs, was macht ihr da? Hä, wie useless war das? Und jetzt, oh Gott. Jetzt bekommen wir doch noch ein Tor. Burgstaller, der Guido. Aber wir dürften trotzdem gewinnen, jawohl. Ganz stark, ganz stark. So, Übereinkunft zu Scheibeleihe. Mach's gut, mein Sohn. Wir sehen uns in einem Jahr wieder. So, Monatsbericht der Jugendmannschaft haben wir hier noch. Ja, die sehen allerdings gar nicht mehr so gut aus. Deswegen, ich glaube, ich lasse die ziehen. Haut rein. Und sieht sich vielleicht irgendwann mal wieder unterm Lunch verkauft. Makanda bedankt sich. Bruder, du hast eine fantastische Leistung gezeigt. Du bist auf jeden Fall deine Spiele bekommen. So, wir haben Abschlussberichte. Pulido ist verkauft. Abschlussbericht zu Isa, Schade und Kutucu. Ja, Schade sieht leider nicht so gut aus, aber Kutucu mit einer 71, den kann man sich auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Und Isa mit einer 68 sieht auch nicht so schlecht aus. Mal gucken. So, wir sind in der Transferzentrale und ich möchte mich jetzt nochmal um ein bisschen Nachschub kümmern. Wir sind relativ gut in die Saison gestartet. Eine Niederlage, ein Sieg. Könnte besser sein, könnte aber auch schlechter sein. Wir haben 3 Punkte mitgenommen. Deswegen gucken wir jetzt mal. Auf jeden Fall finde ich den Oberlin sehr interessant. Von Bayern 2 aus der dritten Liga hochziehen. Hat auf jeden Fall Potenzial, würde ich mal sagen. Ist zwar schon 23, aber der kann sich ja weiterentwickeln. Und Kutucu sieht halt vor allem sehr, sehr, sehr gut aus. Da gehe ich auch direkt mal rein in die Transferverhandlungen. Vielleicht können wir den. So, 4,2 Millionen ist der Kollege wert. Boah, so viel kann ich halt nicht ausgeben. Ich probiere es mal mit 3,2 Millionen. Machen wir noch 50.000 dazu. Es sieht immer. Oh, die wollen 4,35 Millionen. Puh, ich versuche das jetzt mal mit einer anderen Transfersumme. Gehen wir wieder ein bisschen runter. 750. Und vielleicht noch eine Weiterverkaufsgebühr dazu von. Machen wir mal 3,5. Gehen wir ein bisschen auf 10% Weiterverkaufsgebühr. Ich habe keine Ahnung.
Okay, die wollen keine Weiterverkaufsgebühren, wäre jetzt sogar noch teurer, hä? Jetzt sind wir auf einmal bei 5 Millionen. Ich glaube, es hat keinen Wert, aber ich probiere mal auf 4,25 runter zu gehen. 4,9, also nee, das sehe ich nicht ein. Mal noch mit dem Spielertausch probiert. Wir holen jetzt alles raus. Verhög, habt ihr Bock auf einen, der 13 Jahre älter ist? Und 3,5 Millionen dazu. Habt ihr da Bock drauf? Okay. Also knapp 4 hätte ich, aber so, nee, das tut mir sehr leid. Hau rein. So, dann probieren wir es jetzt mit Oberlin. Der ist auch nur zwei Ratings schlechter. Es gibt sich wahrscheinlich auch nicht so viel. Ja, was 2 Millionen ist er wert? Ich gehe mal mit 2 rein. Oder nur mit 2, okay. Ja, wow. 2,5 und 10% Weiterverkaufsgebühr. Die Weiterverkaufsgebühr entferne ich, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und gehe nochmal runter auf 2,25 Millionen. Nehmt ihr das an? Ah, 2,65. Ah, den Transfer habe ich gerade, glaube ich, ein bisschen verkackt. 2,4, komm. Ich komme dir ein bisschen entgegen. Nee, 2,65. Ja. Okay, dann. Ich glaube, ich komme nicht drum rum. Ich nehme ihn einfach für 2,65 mit. Neuer Stürmer. Noch rein in die Vertragsverhandlung. Das Gehalt ist ja immer noch so niedrig bei den ganzen Kollegen. Perspektivspieler. Ah, nee. Der will eine wichtige Rolle spielen. Okay. Dann werde ich wahrscheinlich Verhoeven noch verkaufen. 4 Jahre. Da sind wir dabei. Keine Freigabesumme. Sehr gut, mein Mann. Noch kurz Gehalt. Wie viel bekommt er? Machen wir einfach 10.000 und 15.000 Einstiegsbonus. Das dürfte doch kein Problem. Jawohl. So, ich habe noch überlegt, mir den Hartwig auszuleihen vom VfL Bochum. Die Vertragsverhandlung, nicht die Vertragsverhandlung, die Verhandlung gerade mit Bochum am Laufen. Machen wir 60, 40 Gehalt. Und ich denke, da dürfte dann. Ah, ich mache mit Kaufoptionen, deswegen gehen wir auf 1,3 Millionen. Wenn da was zeigt, jawohl, perfekt. So, Hartwig hat die Leihe auch direkt abgelehnt. Perfekt. Er will nicht zu Hansa Rostock. Und Peters gibt's ein Leihangebot zum Kauf. Da gehen wir auf Leihe, ganz klar. Dann kann er sich ein bisschen weiterentwickeln und wiederkommen. So, ich habe jetzt hier noch den Entwicklungsplan von Oberlin. Der Typ hat schon 91 Pace, was geht. Dribbling sieht bei ihm auch schon sehr stabil aus. Dann soll er jetzt noch ein bisschen schießen trainieren und passen, dass er zum kompletten Stürmer wird. Das wäre wichtig. Ja, und verhögt noch auf die Transferliste. Dann soll es das mit diesem Video auch schon gewesen sein. Wir haben die ersten zwei Spiele gespielt. Im Pokal geht es dann gegen Bremen. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder vorbei. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Fair bleiben. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.